Moin liebe Leute, hier ist der Hanseatische Nomade. Ich bin heute am Hamburger Hauptbahnhof und ja, ich wollte euch von Stadtteil St. Georg die Umgebung Hansaplatz zeigen und die Straße Langer Reihe. Die sind sehr bekannt hier, im positiven wie im negativen Sinne. Ich dachte, es ist heute gutes Wetter, aber als ich jetzt gerade gekommen bin hier, da sind es Wolken gekommen, aber sei es drum. Wir gehen da mal eben hin, schauen wir mal. Ich erkläre euch da einiges dazu, beziehungsweise sage ich meine Eindrücke. Und ja, schauen wir mal. Das ist das Deutsche Schauspielhaus. Also hier fahren immer die Stadtrundfahrten, die Stadtbusse, diese Tourbusse ab. Wenn man Interesse hat, kann ich empfehlen. Ziemlich interessant dann. Ja, das ist jetzt hier der Südeingang vom Hauptbahnhof. Es gibt zwei Eingänge. So. Also das ist jetzt der Stadtteil St. Georg und jetzt laufe ich von hier aus mal zum Hansaplatz. Der ist ziemlich berüchtigt. Ich glaube, ihr werdet das auch sehen, was ich meine. Also falls es euch interessiert, es gibt auch eine Reportage über den sogenannten Hansaplatz. Ich weiß nicht, von Stern TV oder Spiegel TV. Das kann man sich mal angucken, das ist ganz interessant. So, ich bin jetzt hier Steintorweg, Bremer Reihe, Kreuzung. Gehen wir jetzt hier die Bremer Reihe runter. Dann kommen wir gleich zum Hansaplatz. Ja, vor Corona war definitiv auch mehr los. Jetzt wird es langsam wieder lebendiger hier. Ich weiß noch nicht, wie das hier mit den Gaststätten läuft. Also vor Corona brechend voll hier. Das war ja ziemlich interessant zu sehen. Die kleinen Gaststätten sind hier so, geht hier so die Treppe runter. Das ist jetzt das typische Bild von den Gaststätten. Oder die von den kleinen Handyläden hier. Ja, viele Pakistanis, Inder und Nigerianer haben sich hier angesiedelt. Was ist das? Crack und Steine sind ja, ja. Solche Gestalten laufen hier rum. Das ist jetzt der sogenannte Hansaplatz. Ziemlich bekannt für schlechte Nachrichten, sage ich mal. Also abends ist es nicht ungefährlich, sage ich mal. Ne? Also muss man gucken. Witzig finde ich, dass auf der einen Seite vom Hansaplatz sich so ein paar
Gaststätten angesiedelt haben, die nämlich dem Hipster-Milieu gehören halt zum Hipster-Milieu, meiner Meinung nach, angehören, so, das wollte ich sagen. Harmonia. Ja, also wirklich vor Corona war hier richtig viel los. Die Gaststätten waren die ganze Zeit offen. Also da war echt einiges los. Ja, jetzt bin ich hier in der Straße Steindamm. Viele türkische, arabische Läden sind hier. Okay.
Ja, ich gehe jetzt gerade wieder zum Hauptbahnhof zurück. Noch mal einen kleinen Sprung. Ich wollte jetzt von dort aus mal zu Langreihe. Das ist eine Straße vom Stadtteil St. Georg. Da sieht das etwas anders aus, ist gar nicht so weit entfernt, aber ich drücke jetzt mal hier auf die Pause-Taste und dann bis gleich. So, da bin ich wieder zur Orientierung. Ich bin in St. Georg und da ist der Hauptbahnhof. Und ich bin jetzt hier in der Gegend Langreihe. Die Ecke ist hier ziemlich bekannt für die Gastronomie, für Klamottengeschäfte. Viele Menschen gehen hier auch feiern. Ja, ich habe mir sagen lassen, dass man in den 80ern vorhatte, diesen Stadtteil quasi Platz zu machen für die damalige Bauarchitektur. Also nichts Schönes, sage ich mal. Und da haben sich die Leute hier ganz massiv gewehrt. Das hat sich auch gelohnt, muss ich sagen. Also irgendwo ist hier auch das Geburtshaus oder der Wohnort von... Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, komme ich gleich drauf, wenn ich den lese. Ja, peinlich. Na egal. Thank you.
Ah, hier ist das. Ja, ganz Hans Albers natürlich. Total konnte ich gerade mir nicht entsinnen. Hans Albers. Geboren. Ja, das ist Nummer, lange Reihe Nummer 71. Schönes Gebäude. Ja. Ja, viele Geschäfte haben oder Restaurants haben das noch nicht auf. Es geht wahrscheinlich dann nachher los. Viel zu. Hier ist die Gaststätte Frau Möller. Wenn man einen Hamburger kennenlernt und man fragt den anderen, wo man sich treffen möchte, hört man oftmals hier Frau Möller, zumindest wenn man hier in der Gegend wohnt. Ich glaube, die Leute aus Altona kommen weniger hierher, aber ja, Frau Möller, immer eine Top-Adresse. Ja. Jetzt geht es dort auch noch weiter, aber ich gehe mal hier links lang, Richtung Alster. Man hat hier dann überall so kleine Seitenstraßen. Ja, und da sind wir dann bei der Außenalster. Dann verabschiede ich mich von euch. Gerne einen Kommentar könnt ihr bei mir hinterlassen und mal gerne Daumen nach oben, würde mich freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!